Tag, ihr Lieben, da sind wir wieder. Hola, Nefelit geht jetzt meinen Kram holen, den ich verloren habe. Ganz genau, weil tut ja sonst kein anderer. Ich sammle mal den Kram, ich sammle mal deinen Kram auf und du machst die Bosse, finde ich. Ganz genau. Das ist eine gute Strategie. Vor allem zeige ich dir immer schon, wie es geht. Ich habe nämlich voll die Ahnung. Ey, pack deine Hose, Rechengarte ein. Hier wieder ein und geh. Geh deines Weges, aber geh. Arbeiterhandschuhe, Mensch. Jetzt sieht's uns gut. Mano. Denied. Ach, die bewegen sich hier nachher noch. Die Dinger da? Hm, kommen nachher noch auf dich zugekrabbelt. Das ist echt nicht schön. Aber was wächst ihm da aus dem Mund? Ja, ein Baum. Er ist ein Efeu. Ich bin Efi. Ich wollte schon immer ein Efeu sein. Efi, Efeu. Mama hat gesagt, ich darf. Ah, geh weg. Die lustigen. Kleinen Gnome. Hm, kann sich mal dahin verpissen, wo der Pfeffer wächst. Oh. Kleinen Gurkenkobolder. Was hab ich für eine Kapuze auf? So, ich sehe nichts, aber Hauptsache ein Zipfel hängt hinten dran. Damit ich noch weggeschliffen werden kann. Ein kleiner Henker. Für Katzen. Aber du bist jetzt über die Brücke, ne? Ich bin über die Brücke. Ich den Priester jetzt eigentlich gar nicht legen. Weil der ist jetzt wieder. Oh, der bringt gut EP. Oder hol die erste Zeug und. Ja, ja, genau. Deswegen. Erstmal das Zeug holen. Erstmal Zeug holen. Hast du eigentlich hier den abgeschnittenen Leichenfutzel aufgesammelt? Ja, hab ich. Da sind sie wieder. Die Gebrüder Elfriede und Elfriedo. Na komm. Das I ist Elfriede. Tschüss Elfriede. Jetzt kommt Ruhe in Frieden. Und du auch. Stell hier nicht unseren Friedo. Du Lappen. So. Weiter geht's. Soll ich auch den Geheimpfad nehmen? Man musste ja, um an die Sachen zu kommen. Ah, ja. Hm. Ich könnte gucken, ob man hinten vielleicht, aber ich glaube, da kommen sie nicht mehr rum. Ich denke, dass du von hinten noch irgendwie aufs Haus kommst, dass du die da vom Dach aus. Ach so, ja. Das ist blöd, dass man an die nicht rankommt so richtig. Ja, dann sind wir jetzt erstmal hier dahin. Aua! Na, sind doch ein paar. Guck mal. Mal gleich wieder ein bisschen was skillen. Mutter! Lauf, Heinrich. Hier können sie mich auf jeden Fall erstmal nicht mehr treffen. Wozu? Wozu gibt es diesen Gang? Erklär mir das mal bitte einer. Tja. Weißt du, alles in diesem Spiel ist kryptisch und versteckt und hat immer eine Belohnung und hier läufst du lang, wow. Sackgasse. Nein. Kommt man überhaupt nicht hoch, oder? Schade. Ja. Siehst du es brennen? Dies war für dich bestimmt. Der Idiot hat mich nämlich auch schön von hinten nackt erwischt. Kommt der denn eigentlich her? Aus der Hölle! Lass dich gelten. Ja, na klar. Oh, wer steht denn da oben auf dem Turm? Oh, du bist gleich tot! Du bist gleich tot! Ja, ja, ich weiß! Hetz mich nicht! Gott, der Gerechte. So! Wer steht denn da auf dem Turm? Auf dem Turm? Ah, keine Ahnung, ich guck gleich in Ruhe. So, wer hat denn jetzt schon wieder... Ah, hier kommt noch so ein Dach-Johnny. Das ist noch ein Dach-Johnny, ja. Die heißen alle bei uns Johnny. Dach-Johnny, ist alles so Inzestbande. Ja, ja. Bleibt in der Familie. So, da liegt du auf jeden Fall... Da liegt auch was hinter dir. Hinter mir? Da. Ach, Mensch. Hat sich einer vom Dach gestürzt und ist auf der Hälfte hängen geblieben. Ah! Sie ist gerade gebrochen. Und hat sich vor den Kopf angehauen. Ja, steht denn auf dem Turm da oben? Ich weiß, dass im Turm, soweit habe ich noch, bin ich noch gekommen, da ist auf jeden Fall so ein Riesentyp mit irgendeiner Keule. Riesentyp mit Keule. Plankenschild. Oh, na, das klasse. Ist der Bettler. Ja. Ich glaube, das ist, die bewegen sich schon. Another Nana disappeared. Was? Der lebt noch. Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Okay. That's spooky. Ich mag dich nicht. Stirb. Wir erlösen dich jetzt von die greifen an. Von dem Leid. Ihhh, die werfen mit Schmonsens. Ist ja widerlich. Habt ihr kein Benehmen? Na, die haben da ewig Rinnestuhl. Was ist zu retten? The Human Centipede. Die Cage Edition. Cage Edition. So. Du ekelhafter... Oh, war wirklich ein NPC. Schade. Naja.
Braucht man den für irgendwas? Das Problem ist, in Bloodborne habe ich das noch ganz gut mitbekommen, aber in Dark Souls ist es immer so, da kommen irgendwelche NPCs, die wollen irgendwas von dir, sagen es dir aber nicht. Hm. Und immer so, du musst dann immer raten, so, ja, bring mir das, aber wo du es findest. Na, er hat jetzt auf jeden Fall ein Lied von Oma gesungen. Also hätte ich jetzt seine Oma mitbringen müssen, oder? Hm. Oma, hier ist dein Sohn. Tone, Mann, komm du von der Hose. Hier ist deine tote Oma, viel Spaß damit. Oh, wer ist er denn? Knochen. Witzig. kann mich noch daran erinnern, es gibt einen, der kommt auch mit so einem Käfig an und der Käfig ist offen und wenn du dem hinterher schleichst und kannst du dann in den Käfig anklicken, dann kannst du in den Käfig klettern, dann setzt er dich hin und dann bringt er dich in ein anderes Gebiet. Wie gut. Das packen sie ja, gibt ja bei Bloodborne genauso einen Typen. Hier kommt auch übrigens, kennst du den Patches aus Dark Souls noch, also den anderen Teilen, die Spinne? Die kommt hier auch wieder vor. Also dieses andere, dieses Knochenvieh. Nee, auf jeden Fall kommen da von mir und einer hat den Käfig offen, da kannst du reinklettern. Was hat der vorne, eine Säge? Und vorne hat er so ein Beil, so ein beiltinniges. Echt eklig. Hier ist ein rosa Fuchsschwanz. Oder, ja. Ne, der eine hat noch so ein Fleischerhackding. Die Spinnen, die Entwickler, die genommen haben. Mr. Miyazaki, was haben Sie geraucht? Ja, und Blutschaden macht er auch noch. Oh! Ich blute! Echt abgefahren. Also, da muss man erstmal auf so ein Design kommen. Ach, ich weiß wieder, was der da oben auf dem Dach macht. Na, warte. Runterspringen? Ich weiß nicht, ob das hier schon war. Es kommt nachher eine Stelle. Du kommst auch zu so ganz vielen Bäumen. Also sieht so ähnlich aus wie hier. Und da kommt, ich glaube, das ist hier unten irgendwo. Und auf jeden Fall, ja doch, da hinten. Und da läufst du lang und er hat da oben eine Balliste und beschießt dich mit riesengroßen Pfeilen. Und du musst dann halt immer so raten auf gut Glück, so, hey. Da komme ich so oder so lang. Da muss ich ja hin. Da kommt dann der Boss dahinter. Da kommt dann der Boss dahin, da. Der Boss. So, das war der geheime Pfad. So viel dazu. Nach Elbenwald. Komme ich jetzt hier gar nicht wieder hoch? Nö. Hallo? Deswegen ist der Vater. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Entschuldigung. So, hier müssen wir nicht lang. Dann können wir jetzt durch die Hütte. Mir blutet die Vagina. Okay. Ach ja, Mensch. Die Gabelfraktion. Die Gabelstapler der Heuindustrie. Oh. Ich glaube, ich muss einmal, müssen wir mal eine Folge machen, dann müssen wir mal Charles einladen. Und der muss uns mal nebenbei die ganze Lore abhören. Ach, hat er die drauf? Ja, der hat die drauf. Also, wie gesagt, wenn wir Bloodborne spielen würden, könnte ich dir da auch was erklären, aber hier bei Dark Souls, null Ahnung. Mhm. Absolut nicht. Ich weiß, dass ich irgendwelche Aschefürsten legen muss, das reicht mir an Lore. Das Schwert ist viel zu groß für ihn. Deswegen darf ich auch so behindert. Aber wenn er dich damit trifft, dann ist echt. Sag ich doch. Macht auch sofort Blutschaden hier, ne? Ist ein bisschen stärker. Also, ist Charles so ambitionierter Dark Souls-Spieler? Ich weiß es nicht über Dark Souls, aber ich glaube. Alter! Er ist ja generell alles, was so. Du verdammtes Stück Dreck! Verrotte! Kannst du das ganze Scheißding hier hinten normal machen? Nö, kannst du direkt zur Hütte laufen. Aber ich muss ja den Typen nochmal abschneiden. Den Priester? Na, der hing am Baum, der jetzt ganz nach unten gefallen ist. Nee, das bleibt ja, das sind keine Gegner. Das ist nur Gegenstand. Ja, aber der hängt ja wieder. Der hängt ja. Doch, der andere hängt auch schon wieder. Es tut mir leid. Den anderen zeigt Jörg, der hängt auch noch. Ich darf auch mal sterben. Ja, na klar. Weicht aber so aus, der nächste so, jetzt greift er an und dann. Nö. Was machst du denn jetzt? Was ist los? Was ist los mit dir? Hallo? Was war mit ihm gerade los? Der war aggro. Hallo? Alter. Der durfte zu Hause nicht mehr ran und jetzt. Na, so wie der aussah, braucht er sich da nicht wundern. Besser widerlich als widerlich. Da die sowieso alle aus einer Familie kommen, da haben sie keine große Auswahl. Also. Ja, nimm da dein Schild hoch. Und die krabbeln da einen so, hallo! Jetzt hast du gerade getreten, hast du gesehen? Weißt du, im Tutorial kriegen wir sich hin, aber hier kriegt er erstmal eine Kelle. Was macht der da hinten eigentlich?
der vergewaltigten Baum. Das ist so wie Blinzler, der gegen den Holzpfosten kämpft. Ich war gut, oder? Ja. Na gut, also da kommen wir ja schnell ran. Wie gesagt, hier gibt es auch irgendwas Cooles noch zum Schluss, aber ich glaube, weiter geht's sowieso da. Also wir müssen sowieso an den Priester nochmal vorbei, da geht's auch storytechnisch vom Weg her weiter. Wiedersehen. Schön, dass du dich für... War schneller. So, jetzt hast du hier deine... Na Mensch. Was sind andere hier? 5000. Kannst sagen, jetzt die weißt du, die können durch irgendwas durchhauen immer. Ja. Aber wenn du mal gegen Holzpfosten haust, nö. Das geht nicht. Ha, hihi, hoho. Arbeiterhose. Ja. Vielleicht bist du dann getarnt und alle denken, ach, das ist einer von uns. Also soll ich das jetzt nochmal abschneiden, da hinten das Ding, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist nicht viel wichtiger Kram. Ach ja, wir haben ja ein Schild, verdammt. Kriegst du Blutschaden, wenn du mit dem Schild hochhältst? Keine Ahnung. Das ist keine Ausdauer. Ja. Dran. Deswegen konnte ich mein Schild nicht hochheben. Oder die Beine wegrasiert. Mit Gillette. Das Beste, Mann! Hat der was fallen lassen? Nee. War nicht gesehen. Hat er nicht. Hallo, Tür. Er muss immer ganz episch hier die Räume lüften. Ja. Oh, Mann. Hier liegt noch Opa Ernie. Kadakios. Und Schild. Au! Wer denn? Da geht's gleich weiter. Boden. Okay. Ach, ich glaube hier, die vom. Die du da im Geheimgang auf dem Dach legst. Hier. Der hat ein Blasrohr. Blasrohrfraktion. Die mit ihrem Hut am Hals festgekettet? Mhm. Wie so ein Halspranger-Ding? Krass. Was haben die Leute in der Stadt verbrochen, dass die so misshandelt werden? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist jetzt los? Hier da oben. Ach. Zwei Stück. Oh, eine Reichweite. Drei. Drei. Da unten steht auch noch einer. Ah, der hat keinen Feuer. Muss ich lang unten ein Ding durch? Ja. Also du kannst jetzt, wenn du einfach schnell bist, einfach durchs Tor, dann können sie dich auf jeden Fall erstmal nicht mal treffen. Ah! Ah, der Fassbären! Ich glaube, der verteilt Suppe. Alter! Siehst du dieses... Ist mein Gulasch! Jetzt! Heiß! Das Spiel lässt dich keine Fehler machen, ne? Das ist so, du, wenn du einen Schritt zu weit machst... Es ist zum Brechen, Leute. Ah! Aber ich staune, wir halten uns mit dem Fluchen echt noch zurück. Hm, kommt noch. Ich glaube an uns. Aua! Wahnsinn. Ja, ein bisschen anstrengend. Ist hier mal ein bisschen ernster. Ja. An die Sache rangehen. So, nochmal Arbeiterhandschuhe. Ich habe jetzt meinen Arbeiterdress vollständig. Ganz wichtig, du musst die Seelen holen. Weil oh ja, 5000 oder so. Eben. Und dann müssen wir auch mal wieder was leveln. Weißt du was? Geht mal auf den Keks. Auf Wiedersehen. Seelen sind wichtig. Seelen. Seelen. Silenzium. Oh! Das ist aber weit mit dir laufen. Na du Gott. Er will, er will. Er will, er will. Und er auch. Ich will auch. Oh, mach keinen Scheiß. Jetzt kommen die zwei. Jetzt kommen die zwei. La 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 la. Gut, dass die Tür schon offen ist. Hallo? Komm, du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Aber guck mal jetzt. So viel ist noch Blasrohr-Johnny im Baum. Hast du echt geschafft? Boah. Okay, jetzt wird halt gut durchdacht sein. Ja, ich glaube, ich gönn mir noch. Ein Fläschchen. Ein kleinen dann Saft. Ab. Können die so weit werfen schon? Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. So, dann hole ich mir jetzt erstmal mutig das hier. Oh, Gulasch Piet kommt gleich. Oh! Oh, Piet! Nein! Lauf! Lauf! Lauf um dein Leben! Wo immer es hingeht. Vor allen Dingen, es kann auch Schlimmeres jetzt hier kommen, ne? Und wir laufen einfach weiter. Irgendwann muss da mal ein Bonfire kommen. Ja, komm, ich leg den jetzt. Ja, leg den mal. Hier, wir machen noch das kaputt, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Kriegst du einen Lebensvorrat Gulasch? Werf ihn mit einer Bombe oder sowas.
Haben wir noch ein paar. Tschüss! Hier, wir machen deinen Gulasch ein bisschen. Oh, hält aber aus. Lass den sein! Nein, ihr kriegt den jetzt! Ich bin bescheuert. Bitte nicht! Oh Gott! Das ist ja spannender als alles andere. Na siehst du, guck mal, wenn du weißt, wo du ja, abräumen musst. Mach keinen Scheiß. Ich möchte das ausheben, die Erfahrung. Ich möchte die ausgeben. Oh, komm, 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 komm. Behalt dein Gulasch! Na, guck mal, 1000 Seelen oder so, ne? Die geben echt dick Money. Wo ist denn jetzt hier mal ein Bonfire? Bonfire kommt jetzt hier unten. Tatsächlich. Da kommt nochmal ein Priesterkerl. Ich glaube, das ist jetzt. Es kommt ist hier irgendwo auf jeden Fall. Das ist hier die Stelle hinten mit dem Haus. Da kommen irgendwo kommen die Pfeile runtergerauscht. Hier rauscht? Oh nein, was haben wir getan? Wir hätten jetzt können wir erstmal hoch, essen, da sind wir jetzt komplett drin vorbeigelaufen, weil der dicke. Ja, aber da werfen die ja auch alle. Wie war jetzt hier nicht noch irgendwo ein Weg? Na, du musst ja irgendwie nach oben raufkommen. Ich glaube, du konntest hier durch das eine. Nee, nee, hier kommst du nicht. Aber da kommen sie da echt nicht rauf? Na, vielleicht anders, irgendwo rum. Vielleicht da hier in das Haus? Experimentier nicht rum. Such das Bonfire. Ich guck jetzt hier noch ganz safe und dann. Guck mal, hier kannst du ja. Na, siehst du. Aha. Hier musst du hier ein bisschen. Kannst bestimmt rein. Hier kommt mir bestimmt auch gleich was angesprungen. Ah! Nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Ah, und ich sag noch, weißt du? Ja, bleibt ihm glatt die Spucke weg. Aber wirklich. Nimm eine Scherbe. So, warte. Warte, nimm eine Scherbe? Hm? Warte, du meinst Blut, hier. Blutscherbe. Bei denen kann man da umlaufen? Weil der läuft ja nicht hinterher großartig. Hier sind die Hunde. Noch ein paar Wauzis. Wauzi, Wauzi, mein bester Freund im Hellraiser. Ich glaube nämlich, wenn du jetzt links rumläufst oder so, da kommt. Ich muss irgendwo das Feuer kommen, weiß ich noch. Da, oh, da stehen zwei so eine Gulasch-Piez. Mhm, die kommen jetzt ein bisschen öfters. Scheiße. Ja, die kannst du auch. Ich bin hier auch immer dran vorbeigerannt zum Schluss, weil die, mir hier auf, unten drin? Weil die mir nur noch auf den Keks gingen. Da unten drin vielleicht? Moment, ich will den noch haben. Ha! Glut. Das kann gut sein. Ich glaube, hier ist der Schrottcut. Der Schrottcut. Der Schrottcut. Den wir immer nie finden. Hallo? Hier kommt so Kanalisation. Hier kommen ein paar Ratten. Darf auch in keinem Räumenspiel fehlen, oder? Ratten. Ne, vor allen Dingen auch Kanalisation. Das ist immer so. Und die können irgendwie Gift machen, glaube ich. Na, wie damals. Konnten die ja damals schon. Ahoi! Oh. Der hat gesessen. Eieiei. Eieiei. Oh. Ja, ist ja die gewöhnliche Hausratte, die ist recht klein. Aber die gemeine Feldratte, die hat's dann auf dem Kasten. Schatz, ich bring mal kurz die Ratte raus. Kestus. Was ist denn Kestus? Oder ja, so eine Schulterrüstung. Okay, gut zu wissen. Das gut zu wissen. Na, eigentlich haben wir den Rüstungsverschluss. Warum sollte in Dark Souls auch mal irgendeine fucking Tür offen sein? Wirklich. Geh nicht in den Nebel. Geh nicht in den Nebel! Geh nicht in den Nebel! Da komm ich doch nie wieder hin! Geh weg! Lauf! Da komm ich doch nie wieder hin! Oh, lauf! Lauf! Scheiß die Wand an! Lauf! Aber guck mal! Lass es! Nein! Geh weg. Ich will die! Wir haben noch nichts mehr! Nein! Friss das, du hässliches Stück! Du ja, verbrauchst genau, unser ganzer Müll! Jetzt fällst du runter! Nein! Nein! Bin ich ein Meister, Alter? Blut. Ich hab ein leichtes Herzleiden. Das merkt ja, man damit. Nicht. Was ist denn? Erhöht Blutungsresistent. Naja, voila. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Jetzt bluten wir nicht mehr so viel. Mann, ich muss hier irgendwo lang. Ich brauch Zucker. Das Gute ist, es kommt, glaube ich, nur eine Mama-Ratte. Siehst du mal. Eine Mamba-Ratte. Eine Mamba. Eine. Du bist schon so weit hinter feindlichen Linien, wenn du jetzt stirbst, sind die Seelen für immer verloren. Da komme ich nie wieder hin. Nie wieder. Nein, ich glaube, hier kommt das Bonfire gleich. Ah, aha. Hier. Das ist die Abkürzung.
Siehst du, guck mal. Wo sind wir jetzt? Warte mal, ich lauf nicht so schnell vor. Nee, da ist das Feuer. Ah. Das weiß ich. Oh. Oh. Chapeau. Praise the sun. Mein Leute. Praise the sun. Nee, du musst nämlich einmal komplett außen rumlaufen, kommst dann durch diese Mine in ins Shortcut-Ding rein. Und hier kommt dann... kommt die Ratte aber jedes Mal zu unten? Ja. Aber du musst dann, aber du musst theoretisch... Du kannst dann hier vorbei rennen. Klappst du dich auch noch auf? Weiß nicht gemacht. Oh. Muss erstmal leveln gehen? Ja, bitte. Wie weit sind wir? Was war da? Irrer Finstergeist ist eingefallen. Ach du Scheiße. Gut, dass wir jetzt gerade, ja. Mhm. Was macht der? Na, ist, ein Gegner. Geht doch der gar nicht, einfach drauf offline. Manchmal kommen, hier an der Stelle kommt tatsächlich ein NPC-Finstergeist. Der greift dich an der Stelle. Aber wenn der tot ist, ist der auch tot. Hm. Kannst auch seine Waffe kriegen. Ich glaube, der hat so eine Axt. Aber es kommen halt paar vom Spiel aus direkt. Ah ja. Um dir nur zu mal zeigen, guck mal, ich bin der Boss. So, du Tuse. Ja, komm hier, quatsch nicht. Touch the darkness and me. So, was wolltest du? Kondition? Na, wir müssen halt, dass wir auch wieder ein bisschen schneller sind. Kondition. Für Kondition? Das ist halt hier, Ist das nicht Stärke, wegen, dass man mehr tragen kann? Ach so, Belastung. Hier, Belastbarkeit. Und dann hast du 56. Dann machen wir Kondition. Stärke auf jeden Fall auch noch, oder? Stärke? Ja, klar. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Damage machen hier. Ja, machen wir. Zack. Wir haben noch 2000, jetzt fehlen uns noch... Vitalität kann auch nicht schaden. Wir können ja mal, zum Shop und einfach mal so ein bisschen einkaufen. Vielleicht gibt es da was Schönes. Mann, quatsch mir nicht voll. Die bekommt auch übrigens, je weiter wir kommen, immer mehr Sachen in den Shop, wie du siehst. Also je mehr du findest, desto mehr... Ja, eigentlich wäre mal Brandbomben ins... So viel? Ach so. Ja. Ich dachte, es kostet eine 900, aber... Reparaturpulver. Das finden wir, glaube ich, nachher. Genau, das sind diese Specksteine. Ich meinte, damit kannst du halt sagen, ey, helf mir, ich brauche Hilfe. Ah, okay. Den kaufst du einmal und dann bleibt der dauerhaft. Sollten wir auf jeden Fall auch mal holen. Oh, jetzt gleich, jetzt haben wir gerade Money. Falls jetzt hier der Baum oder was kommt, kann man sagen. Ja, machen wir. Falls der Baum kommt. Ja, müssen wir aber halt online sein, ne? Dafür, dass ja, stecke ich also der Baum geht, den habe ich auch noch ohne Hilfe gelegt. Ja, ich finde es auch, mir macht immer am meisten Spaß, weil bei Dark Souls immer diese Schriften auf Boden sind. Das fehlt mir jetzt hier auf dem Offline-Modus. Ja, naja, klar, das ist komplett weg. Die ganzen Hinweise, so Achtung, Falle oder sowas. Vorsicht, nackt. So, haben wir jetzt eigentlich irgendwas Cooles gefunden, womit wir die durchwirken können? Nö, immer noch nicht. Okay. Wir haben zwar... Dann nicht. Kann man doch bei ihm was verkaufen? Nee. Ja, wertet wirklich nur auf. Jesus-Scherbe zum Verschen... Ach, guck mal, wir hatten eine Jesus-Scherbe. Und der macht jetzt mehr. Jetzt haben wir 6. Ja. Pro Jesus-Scherbe kriegst du halt immer. So, und hier sitzt irgendwo jetzt dein Krötenbernd, den du vorhin gerettet hast. Der Krötenbernd. Hey, ja, mit seinem Schildkrötenpanzer, der sitzt hier irgendwo. Muss man ein bisschen suchen, den er versteckt. Ich glaube, der saß hier. Ja. Ich glaube, der macht Zauberei. Mhm. Mir war so. Hey, hier. Ja, komm. Du bist tot, ich nicht. Heul nicht. Wahre Stärke entfalten. Dreher des Fensterzeichens. Stufen auf die. Man kann irgendwie nochmal besonders leveln. Vielleicht günstiger? Aber guck mal. Also, einmal können wir auf jeden Fall leveln jetzt bei ihm. Machen wir nochmal Stärke. Machen wir nochmal Stärkerin. Na, da wäre aber einer. Das ist Belastbarkeit. Sorry. So. Ja, irgendwann müssen wir auch mal hier Glaube und Glück und so. Das dann. Na, dann, wir haben da noch ein paar Seelen. Drück doch mal ein paar Seelen aus. So ein paar Pampelmusenseelen. Gegenstand. Ach nee, du kannst nur einmal... Nee, ach stimmt, der schenkt dir immer eine Stufe, glaube ich. Ah. Das ist, wenn du irgendwas Bestimmtes machst oder so, dann sagt er hier. Und jetzt kannst du bei ihm hier Magie kaufen. Hm. Genau. Hier, Seelenpfeil, schwerer Pfeil, Zauberwaffe. Be safe. Ja, Safe. Die Gusche. Vögel nicht ohne Gummi. Ich glaube eh, unser Typ seinen Schnubbelmann rausgepackt hat. Jetzt ist vorbei. Ist die Rüstung schon rostig. Erstmal das Lagerfeuer chillen. Achso, Mensch, ist ja schon wieder vorbei, die Folge. Schade! Aber wir haben mal was geschafft. Und wir sind evaded worden von einem NPC. Und ich steck jetzt das wieder ran. Was steckst du? Internet. Oh. Ja, er braucht ein bisschen Hilfe. Ist da. Ich hab ja bloß schon 2 Bosse erledigt. Tschüss. Die richtigen Bosse kommen ja noch.